Eine schöne Spinne. Ja, Geschmackssache. Ja, doch, sie ist sehr hübsch. Etwas langweilig, Genau, sie liegt einfach. aber gut zu filmen. Du hast nicht versucht, sie zu motivieren. Ja. Sie macht wirklich nichts. Gut, man muss dazu sagen, sie hat vermutlich Mittagspause, oder? Ah, okay. Und das ist gewerkschaftlich so. Geregelt. Ja. Und da darf sie sich nicht bewegen, das ist klar, oder? Genau. Deshalb sind wir umgeschwenkt auf einen anderen Schauspieler. Ja. Und dieser ist erstaunlicherweise auch der Gewerkschaft beigetreten. Genau. Denn er hat auch nichts getan, oder? Nein. Ich glaube, er ist eigentlich nachtaktiv. Ah! Na gut, dann hat er Nachtruhe am Tag. Dann Darum hängt er im Schatten. ja. Und es ist ein Wickler. Man sagt ihnen auch Blattroller, weil die Larven, die rollen die Blätter auf. Und soviel ich weiß, ist es ein Schädling in der Landwirtschaft. Die sind nicht beliebt, die Wickler. Dann kommen wir zu einem Nützling. Ja, die Raupenfliege. Die Art konnte ich leider nicht genau bestimmen. Und das sind Schmarotzerfliegen. Also, wo? Sie Auf Raupen. legen auf Raupen, ja, sie legen die Eier direkt auf Raupen. Ja, und also von Schmetterlingen. Ja, von Schmetterlingen, ja. Ja, also der Falter hatte Glück, den wir vorher gefilmt haben. Ja. Aber er hat offensichtlich diese Fliege als Subunternehmer bestimmt. Ja. Ja. Hier ist sie auf meinem Finger. Aber sie holt sich eher eine Belohnung, als dass sie etwas macht Ja, sonst. sie holt sich mein Salz. Es gibt weltweit etwa 8000 Arten von diesen Fliegen. Von Raupenfliegen Ja. alleine. Ich nehme an, Fliegen ganz allgemein Ja. gibt es noch viel mehr, oder? Nein, von Raupenfliegen. Ja. Und in Europa etwa 500. Ja. Sie werden in der Landwirtschaft auch eingesetzt als Schädlingsbekämpfer eben. Gegen Gegen diesen Raupen. Wickler, die wir vorher, Ja. den wir vorhin gesehen haben. Und das ist ein ganz kleiner hier. Genau. Wir haben den mehrmals versucht, so ins Bild zu bekommen, oder? Ja, das ist ein schwieriger Schauspieler. Ja. Er ist etwa so 3, 4 Millimeter groß. Ja, genau. Und das ist der rote Zipfelkäfer. Er ist, so wie es aussieht, Vegetarier. Na, die Raupen, seine Kinder, die fressen auch Insekten. Also Larven von anderen Ja, Insekten, ja. ja. Weil die sind zu klein, um irgendeinen Käfer zu überwältigen, oder? Nein, andere kleine Insekten. Es gibt viele ganz kleine Insekten. Ja, stimmt auch, ja. Larven, auch kleine Fliegen. Und er macht sich hübsch für YouTube. Oder vielleicht für die Paarung. Also, dann würde er sich doch rascher putzen, oder? Meinst du? Für YouTube nimmt er es gemächlich. Wir haben ihm natürlich versprochen, in Hollywood nicht auf dem roten Teppich, sondern einen Das blauen, oder? Weil sonst sieht man ihn nicht. würde nicht passen, ja. Ja.
Oh, diese Dame, die ist hochschwanger. Ja. Und sie legt gerade ein Ei. Und leider haben wir diese Aufnahme nicht richtig gemacht, aber wir haben das nicht gesehen auf dem kleinen LCD-Bildschirm, was sie macht. Ja. Ja, eben, sie sind schon sehr klein von Natur aus. Und ja, ja. Dann sieht man nicht, dass sie Eier legt. Aber auch hier wieder ein Ei. Das sind wahrscheinlich mehrere, oder? Ja, sie legt. Sie frisst immer etwas, um zu sehen, ob das Ganze überhaupt genießbar ist für ihre Larven. Und dann legt sie ein Ei. Ja. Damit ihre Larven auch das Richtige bekommen. Ne? Das ist noch clever, oder? Ja. Schon wieder ein Ei. Ja, sie hat da sehr viele hingelegt. Siehst du dort auch mittendrin? Liegt auch eines, ja. Ja. Und da kommt der nächste Schauspieler. Er hat noch etwas Probleme mit der Blume, oder? Ja, große Probleme. Es ist der Goldstaublaubkäfer. Wir haben ja ein paar davon ausgepresst, um das Gold zu gewinnen. Oh. Nein, haben wir nicht, natürlich. Das war ein Joke, oder? Ja, das war ein Joke. Fake News. Ja, ein Witz. Ein Trumpscher, oder? Aber es sieht wirklich aus, als wäre er mit Gold bestäubt. Ja, also ich sehe hier eigentlich ein altes, verwittertes Möbelstück. Oh. Irgendwie verbraucht und abgeschabt. Und aber die Farbkombination ist noch hübsch. Ist doch hübsch, ja. Ja, alte Möbel müssen nicht hässlich sein, ja, oder? Das ist so, ja. Der lutscht Nektar. Ja, und Pollen, das hat er gerne. Ist etwa 1 Zentimeter lang. Und auch so hoch fast, oder? Der ist dick. Das ist ein richtiges Pummerchen. Ja, er ist ziemlich dick. Ja, er ist hier auch im Schlaraffenland. Ja. 1 Zentimeter etwa. He? Ja. Und der Größe her, also für unser Makroprojektiv. Gerade richtig. Ja. Und er ist ein wirklich guter Bestäuber. Ja, wenn er so den Bauch über alles hinweg schleift. Genau. Dann nimmt er natürlich viel mit. Aber kein schneller, oder? Nein, er nimmt das sehr gemächlich. Die Larven, die fressen Pflanzenwurzeln, aber Schäden, habe ich gelesen, sind keine bekannt. Und die Entwicklung bis zum Käfer, die dauert dann 2 Jahre. Dann müssten wir eigentlich mal am Boden schauen, ob wir Larven finden. He? Ja. Aber das ist schwierig, die sind so gut versteckt. Ja, und wir sind in einem Alter, da kniet man nicht mehr gerne auf dem Boden. Das Knien, dahinknien geht ja noch, aber das Aufstehen ja, wieder. Genau. Ja, er lässt sich Zeit. Ja, und seine Füße, hast du gesehen, die haben nur so Klauen. He? Ja. So wie kleine Sicheln, um sich festzuhalten. Also. Schwierig. Der kann auf dem Boden gar nicht mehr richtig laufen. Das kann sein. Also ist hinknien. Hinfällig. So. Er sucht das Weite. Nein.
Ja, das Bild hat uns gefallen, darum haben wir so lange gefilmt. Ja, ja. Ja, man muss die Gelegenheit nutzen. Wir haben ihn sehr selten gesehen. Das stimmt, ja. Vielleicht zweimal. Ja. In 20 Jahren, also. Das war's. Bis später. Bis dann.